ich würde euch gerne noch Beine waschen, gell? Hätte ich das schon schaffen wollen, ablegen? Dann würde ja, ich noch das Material zusammenmachen. Das kommt nicht gut. Darf ich jetzt ein bisschen auf die Seite tun, dass ich hier den Platz brauchen kann? Ja, ja, ich bin gerade bei der Ausserirdischen. Okay. Ich lasse es offen. Herr Stettler, was hättet ihr gerne für eine Wassertemperatur? So was normal ist, dann bin ich ganz zufrieden. Ein bisschen lauwarm, ist das ja, gut? Ja, das wäre schon besser. Habt ihr viel zu tun im Moment? Wie? Habt ihr viel zu tun im Moment? Hm, ich würde sagen normal. Habt ihr etwa ein Dusch da? Nein, das habe ich nicht dran gedacht. Darf ich sonst von unserer Seife in diesem Fall ein bisschen nehmen, für den Bein zu waschen? Gut. Das ist viel gäbiger für euch, ja. Ich glaube, ich würde den dann wegnehmen, dann komme ich darum von beiden Seiten gerade gäbiger dazu. Dann auch für seine Dinge wieder Geld. Habt ihr eigentlich noch so Kurs für so Leute und wie pflegen, dass ihr euch den Rücken nicht kaputt macht? Ja, wir haben auch bei euch, heisst das, über betrieblichen Kurs. Und dann schauen wir das ehrlich so bald an. Eigentlich meistens einen Tag zu irgendeinem bestimmten Thema. Genau. Das tut mir wichtig, sonst seid ihr dort plagen später. Ja, das ist so. So. Die Hose, kann ich die so auflösen? Geht ja. Das? Ich bin gerade beidseitig. Hat er wohl probieren, sich aufzuziehen, Pinge, wenn ich nach anfange? Meint ihr, es geht mit eurer Hand? Ja, wir können ja probieren, aber ich bin nicht so zuversichtlich. Also. Das mache ich es dann nachher. Ich kann mal eine Beschäftigungstherapie. Gut, ich könnte reklamieren, wenn ihr nicht zufrieden seid mit mir. Ja? Ja, so wunderschön muss es nicht sein. So gibt es eigentlich keine Maschine für das. Da müsst ihr eine erfinden. Könnt ihr das Bein lüpfen? Ja, das wäre noch praktisch, wenn man so eine Teigmaschine aufrollen könnte. Das wäre noch. So, ich gehe zusammen ein Bein, könnt ihr sonst das Knie machen? Ich muss die Taske machen, jetzt soll ich die Binde aufrollen und dann noch das Bein zusammen gleichzeitig. Du, mit mir noch reden auch noch. Ja, ihr könnt es auch mal ablegen. Sag ich dem ihre Frau, ich habe das auch mal geschafft. Ich fange mit dem Waschen gerade beim linken Bein an, gell? Und jetzt dürft ihr schnell lüpfen, dann tue ich das Frottentuch drunter. Ist gut? Du darfst es herlegen, jetzt geht nass Finger. Aha. Das sind insgesamt vier. Hätte er noch eine wollen probieren? Hätte er die Arbeitsvorbereitung gerade gemacht? Genau. Wie beschäftige ich meinen Patienten? Das Feingefühl, gell? Dürfte es Sachen haben, ich tue es noch auswäschen. Oder abwäschen, so. Wir grauen schon daheim. Wir schauen, wie wir das machen, da mit dieser Wäsche. Ist die Frau noch oben? Ja, ja. Ja. Dann werden vielleicht die Spitex noch einnehmen, wo ich vielleicht einfach am Morgen noch am Anfang helfen kann.
Ich kann mir vorstellen, dass das noch eine gute Idee ist. Ja. Ich musste mich dann noch mal schlau machen, wie das überhaupt geht mit der Spitex. Muss man sich da anmelden, oder wie ist das? Ja, die meistens, wir selber organisieren, die wir anrufen. Und dann tut man sich eben vorher ein bisschen überlegen, für was die würde kommen, eben jetzt zum Beispiel zum Waschen. Und dann kann man das dann eigentlich schon ziemlich genau sagen, dass sie jetzt eine Woche kommen, um zu helfen, duschen. Und morgen zum Bein bringen wäre ja vielleicht auch noch eine Idee. Oder habt ihr das Gefühl, das geht mit der Frau? Ja, ich kann das dann, wenn sie dann mal da ist, könnt ihr es ja dann mal zeigen und so. Aber sie arbeitet noch und nachher ist sie sicher auch froh, wenn sie nicht allzu hart noch zusätzlich belastet wird. Und dann wäre das sicher eine Variante, würde ich meinen, mit der Spitex. Kommt die Frau etwa noch vorbei heute? Sicher. Sonst schaut doch mit ihr mal schauen, was bei sie das so sieht. Und dann können wir das erst zusammen die Spitex organisieren, wenn ihr etwa wisst, für was dass sie ihnen könnten helfen. Aber auch, wenn die Frau nicht daheim ist. Ja, ich muss es mit ihr besprechen, das macht Sinn. Wie ist es denn mit dem Kochen? Das dürfte auch an den Tagen, wo sie nicht da ist, ein Problem sein, oder? Weil sie eben arbeitet und einhändig, und sieht es bei mir aus, wie es mit dem Essen zum Abendessen funktioniert. Ja. Sonst gäbe es ja noch das Angebot vom Mahlzeitendienst. Vielleicht jetzt an diesen Tagen, als ich nicht da wäre. Ah ja, gibt es das? Das lange noch um. Jawohl, ich glaube, das ist sogar vom Spital aus, was mir recht ist. Und dann haben sie meistens auch eine Suppe aus einem Lab, wo man dann, wenn man es nicht möchte, schon noch bis zur Nacht übernehmen sozusagen. Könnt ihr sonst das Bein ein bisschen aushalten? Dann kann ich darum fahren, gerade noch etwas gäbiger. Geht doch das? Ja, das geht schon. So. Könnt ihr vielleicht gerade lüpfen, wenn ich hier am Fersen gehe? Und dann erst das Knie machen. Merci. Man gibt es verleiden vom Zug her. Ja, ja, ich reklamiere einfach. Ich glaube, ihr habt seit ein paar Tagen da gesehen. Habt ihr jetzt auch mal frei? Ja, jetzt am Wochenende frei, jawohl. Ach, ich habe das letzte geschafft. Glück ich habe ein bisschen abwechseln. Wie manches Wochenende habt ihr denn? Müsst ihr denn arbeiten für einen Monat? Ja, meistens sind es etwa so zwei. Also es kommt darauf an, wie manches Wochenende der Monat hat, gell? Und manchmal spricht es dann auf 5 pro Monat. Ah, dann wär's dann 3, so? Ja, je nachdem. Man kann auch nicht sagen, dass man dann gerade eins frei, eins nicht frei hat. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Es kann dann halt auch sein, dass man zwei nacheinander arbeitet, aber dann muss man die Woche dafür frei. Ja gut. Könnt ihr auch Wochenende sperren, wenn ihr mal etwas Besonderes los habt? Ja, wir haben meistens ein Wochenende und unter der Woche einen Tag, wo wir ein bisschen frei eingeben dürfen. Und manchmal kann man ja dann noch duschen mit jemandem, wenn es schon getan ist. Herr Stettler, du noch das Wasser wechseln, gell? Wollt ihr schon von Bett dran hocken, für den Oberkörper zu waschen? Das kann ich. So. Ich würde noch die Tücher wechseln, gell? Ich würde euch sonst zuerst helfen, das T-Shirt abziehen, gell, damit wir waschen können. Ja. Jetzt weiss ich nicht, ich wollte eine Brille abziehen. Darf ich die auf das Heftchen legen? Ja, merci. Jetzt ist es so, ihr habt hier vorne einen Verschluss, den man so aufklicken kann. Und die darf man auftun. Einfach Klettverschluss sollte man lassen, weil sonst tut es immer die Länge verstellen und es ist ganz schwierig, das anzulegen, gell? Ihr könnt das erst gleich rausschleifen aus einem Rucksäckchen, genau. Dann soll ich hier noch über den Bauch dran eins. Das ist der einzige, den man mit dem Klettverschluss so lösen kann. Der ist aber auch nicht so schwer einzustellen.
Jetzt ist es so, dass wir auf dieser Seite aus dem T-Shirt schleifen können. Wir wollen zuerst über den Kopf. Jetzt so, jetzt müsst ihr. Ja. Jetzt bin ich gespannt, ob wir dafür das Teil nicht auftun oder wie? Einfach eins nach dem anderen können wir jetzt so auftun. Und dann kann ich das T-Shirt durchziehen. Einfach immer bis zum nächsten. Und dann hat es nämlich hier jetzt wieder. Das ist eine feine Sache. Zum Glück haben nicht so viele Schulterpatienten. Ich komme jetzt wieder im Winter dir. Wieso habt ihr im Winter vom Skifahren mehr zu tun in diesem Bereich? Das ist halt, weil man es ein bisschen aufschieben kann. Und im Sommer wollen natürlich die Leute etwa noch in die Ferien oder auch vom Arbeiten her. Viele die Bauern oder die im Sommer natürlich viel zu tun. Dann ist das nicht so praktisch. Dann tut man das ein bisschen aufsparen, weil gesagt, bis zum Winter. Und da geht es irgendwo angehängt, Entschuldigung. Habt ihr denn grundsätzlich im Winter mehr zu tun als im Sommer? Oder ich kann es so nicht sagen? Das würde ich jetzt nicht so einschätzen. Nein. Aber vielleicht hat es etwas andere Sachen. Zum Beispiel, wenn die Leute umfallen, wenn es rutschig ist. Das ist im Winter etwas mehr als im Sommer. Aber das kommt auch im Sommer vor. So. Habt ihr dann ein anderes T-Shirt anlegen? Das habe ich eigentlich gerade frisch angelegt. Das, also. Ich glaube, das kann man noch machen. Dann kann ich noch mal anlegen. Darum geht es hier, gell? Jetzt gebe ich euch sonst den Wäschlumpen, dass ihr einfach ein bisschen das Gesicht waschen könnt oder selber dazu mögen mit dem linken Handgelenk. Ich wollte noch etwas auswaschen. Gerne. Hättet ihr über den Bauch auch ein wenig probieren selber? Vorne geht es auch schon. Hinten wollte ich mir keine Knüppel in den Arm machen. Sonst könnt ihr den auch noch für diesen Hang ein wenig abwaschen. Soll ich hier gerade ein wenig auftun? Ich tue es gerade noch trocknen, wenn wir es offen haben, gell? Ist die Lumpe noch warm genug? Ja, ich glaube schon. Dann noch eins weiter. Es ist unglaublich, wenn man sonst normalerweise so Sachen selbstverständlich macht und dann mit einem so einem Zeug halt. Aber das ist auch ein bisschen ein Drag-Wanne. Wenn man dann gut weiss, wo dass man was macht. Und auch selber eine kleine Reihenfolge hat, gell? So. Nehmen wir das sonst gerade um. Hat der Tag selber noch gebrochen? Ja, das kann ich gut. Ich liebe es doch nicht gewohnt, dass ich Hilfe habe im Waschen. Ja, das ist auch etwas Neues, gell? So. Da wieder zu. Dann tue ich sonst noch den linken Arm waschen. Soll ich dann noch Pflaster von diesem Morgen vom Blut nehmen? Ja. Dann liegen fort. Dann kommen die Resultate von diesem Blutuntersuch eigentlich? Ja, das ist meistens auch im Verlauf vom Vormittag. Morgen haben sie auch den meisten Alben. Und bist du sicher, wenn die Arztvisite kommt, dürft ihr dann fragen, ob etwas auskommt. Sonst schaue ich dann auch, wenn er am Mittag noch einmal den Blutdruck messen kann, kann ich dann nachschauen. Gell? Gut. Nach dem Motto, wenn ich nichts höre, ist gut, oder wie? Ich denke, von der Seite her ist es sicher so, ja. Aber wir können es schon gleich abmachen, dass ich nachher nachschaue und mich näher informiere. Wieder weit? Mal gerne, weil die Nacht ist mir wirklich leid gegangen. Also, das ist doch gut. So. Dann würden wir da wieder
ich gerade schauen, welchen Weg noch. Dass das nicht krumm ist. Und jetzt würde ich zuerst wieder beim operierten Arm helfen einfädeln. Es geht einfach am einfachsten, weil ihr ja nicht lüpfen dürft. Mit dem könnt ihr dann mit dem linken gut manövrieren und dann wieder reinschleifen. Darum tue ich zuerst am operierten Arm. Und umgekehrt ist ja beim Abziehen zuerst am gesunden Arm, dass man dann hier gegen nur noch draufschleifen kann. Weil gesagt, die einfachen Sachen auf dieser Seite. Ja. Also, dann fangen wir hier wieder voran. Herr Stettler, ich tue euch noch das Necessaire und ein paar Tücher ins Bad raus, damit ihr euch dann unten durch die Wäsche gehen könnt. Gut, ja. Soll ich es dann bürst in den Fall auspacken, damit ihr die auch noch ein bisschen putzen könnt? Ja. Ich muss es schnell probieren, aber das nicht gerne auspacken. Das geht nicht gut. Dann lege ich es dann gerade zu Weg, gell? Ja. Gut. Nico, wie geht es bei dir? Bist du drin? Ist gut, ich bin gerade nachher mit dem Pflege von der Städte. Heute bin ich noch am Aufschreiben. Er hat mir noch gesagt, dass er noch mit der Frau schaut, ob er die Schweiz kommt. Für Körperpflege. Genau. Gut, du würdest dort noch nachfragen. Genau, sie tun noch zusammen darüber reden und ein bisschen anschauen, für was der wäre. Also, das ist doch gut. Pflege ist so wie die Hauptpflege, sehr gut ausgesehen. Wäre mir nichts Spezielles aufgefallen, ja. Also, das ist doch gut. Du meldest dich, wenn du etwas von mir brauchst. Das ist gut, danke vielmals.